Guten Tag, moin, liebe Aufrufer der Lichtgeschwindigkeit. Heute ist Freitag, der 27. September 2013. Mobiles Büro für Lichtgeschwindigkeit hier aus Köln. Und die aktuelle Lage aus den Echtzeitnachrichten sagt, dass man in New York quasi gewissermaßen weltpolitische Neuigkeiten bei der 68. UN-Vollversammlung vorgibt zu haben. Ich sehe das noch nicht. Da geht es einerseits um konkrete Vorstellungen, wie man aus dem Interessenskonflikt außerhalb Syriens sich selbst eine Fortführung der Kriegssituation in Syrien vorstellt. Ich habe nicht mitgekriegt, dass man irgendwelche Syrer gefragt hat, aber es geht dabei auch gar nicht um Syrien, es geht nicht um Opfer, es geht nicht um Kriegsziele oder Moral oder Berechtigung, sondern es geht einfach darum, die Frage, wie die gegenseitigen Interessenten sich da welche einschenken. Also, Obama sagt, ich will von der UNO das Recht haben, Militärschlag zu machen gegen Assad. Und Russland als quasi Interessent an Assad und Syrien sagt, das Thema der Chemiegasanwendung ist ja ein weltbewegendes und da muss auch die Weltgemeinschaft darauf reagieren. Allerdings, wenn die Rede ist von Verfolgung, Bestrafung, es ja wirklich nur sinnvoll ist, wenn man diejenigen herausfindet, die dafür verantwortlich sind. Und das ist eben überhaupt nicht gegeben. Insofern sind auch die Vereinbarungen, die getroffen worden sind, hinsichtlich eines Textes der UNO mit der Zustimmung aller Interessenten bis jetzt im Grunde nicht klar. Ich habe hier irgendwie jetzt plötzlich einen absoluten Reizanfall. Gut, und das spiegeln dann auch die Zeitungen hier heute wieder. Am Freitag, den 27. September, widersprüchliche Signale der CDU zur Steuererhöhung. Da geht es um die nicht gelöste Situation, infolge des Bundestagswahlausgangs nun eine Regierung zu bilden. Das ist auch überhaupt noch gar nicht da. Die Idee, dass man mit dem Wahlergebnis Programme und Kandidaten austauscht, ist ja wirklich wie die Grünen. Das war also das Allerletzte. Russland setzt sich bei Syrien-Resolution durch, steht hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das stimmt aber gar nicht. Keiner setzt sich da durch, aber das heißt, die Sache ist ungelöst. Süddeutsche Zeitung heute auf dem Titel: Gabriel, also der SPD-Parteichef, will die Basis entscheiden lassen. Ja, das ist im Prinzip ein Zeitspiel zunächst. Und die Basis entscheidet nämlich immer das, was man der Basis dann nahelegt, dass die Parteiführung will. Über die Frage SPD als Oppositionspartei, SPD als Regierungskoalitionspartner der CDU-CSU oder SPD als Zeitspieler auf Neuwahlen. Oder SPD als rot-rot-grüne irgendwie Koalition, Minderheiten, sonst wie Duldungskoalition. Alles überhaupt noch nicht gesagt. Da wird auch die Basis so nicht drüber diskutieren, wie ich das hier nur in einem Satz zusammengefasst habe. Bahn muss auch bei Unwetter und Streik zahlen. Ja, die Bahn, da denke ich dann immer an Herrn Medorn. Und Herr Medorn hat jetzt also auch beim Flughafen in Berlin Probleme. Denn diejenigen, die den Flughafen nur irgendwie mal zu Potte bringen sollen, die sagen, Medorn behindert das, indem er sich überhaupt nicht auf technische Sachen einlässt, keine Ahnung hat. Medorn, keine Ahnung. Da würde ich sagen, er soll doch mal in Berlin zum Hauptbahnhof gehen und sich nochmal so einen Stahlträger vor die Füße fallen lassen, um zu wissen, was es bedeutet, wenn man keine Ahnung hat. So, und jetzt kommt aber mein Thema hier, nämlich, das passte bislang nicht, der Papst Franz in Rom, Bergoglio aus Buenos Aires, hat ein Interview gegeben, in dem er ein bisschen mehr sagt zur neuen Zukunft der katholischen Kirche von diesem argentinischen Papst in Europa, der ja auch Afrikaner und Dritte Welt und alles Mögliche im Auge haben muss und nicht nur die italienisch-europäische Kurie. Und das finde ich sehr bedeutend, was der Papst Franz hier gesagt hat. Das will ich jetzt ganz kurz auf den Punkt bringen und aber nicht ohne den Hinweis, dass am 24. Mittwoch, den 24. oder Dienstag, den 24. eine Sendung vom Deutschlandfunk gemacht wurde. Da wurde dieses Interview angeblich vollständig ins Deutsche übersetzt als eine Art Hörspiel, also die Fragen und die Antworten
zubereitet und das war wunderbar. Und ich habe wirklich erst gedacht, Mensch, kann der Papst Franz so gut Deutsch, weil der eine ähnliche Stimme hatte. Ernst August Schäppmann, der wunderbare Theaterhauptdarsteller und inzwischen auch Hörspiel- und Synchronsprecher. Ernst August Schäppmann, damals in Hannover habe ich ihn kennengelernt, hat hier beim Deutschlandfunk Franz Papst Interview gesprochen und es ist ihm in der dradio.de Mediathek des Deutschlandfunks, bitte anhören, das ist wirklich bedeutend, finde ich, was der Papst gesagt hat. Und die Neue Zürcher Zeitung vom Donnerstag, dem 26. hat das dann nämlich hier einigermaßen großflächig unter der Überschrift Realismus und Mystik. Papst Franziskus offenbart seine persönliche Theologie, hat Otto Kalscheuer hier einen Bericht geschrieben über die neuen Stellungnahmen von Papst Franz. Ich sage immer Franz, weil Franziskus ja lateinisch ist. Der heißt in Italien Francesco. Der heißt nirgends Francisco. Lateinisch ist nirgends die Amtssprache. Und bei uns heißt er natürlich Benedikt, so wie nicht Benediktus. Und der heißt bei uns eigentlich Franz und nicht Franziskus. Der heilige Franz von Assisi heißt in Italien Francesco oder Assisi. Also Franz. Ich finde Franz klasse. Ich finde auch nicht, dass man den Namen Franz bei Beckenbauer alleine pachten gelassen lassen sollte. Also hier wird geredet von, der Papst sagt, das Stichwort Zeitökonomie, das Stichwort Geduld und Augenmaß, das Stichwort Hauch des Geistes und eine andere Tradition. Und ich will gleich mal ein bisschen locker hineinfassen. Vorher Folgendes. Dieses muss ich wirklich dringend empfehlen. Emile Durkheim, wir sagen Durkheim, die elementaren Formen des religiösen Lebens, das ist eine basissoziologische Forschung über den Ursprung der Religionen. Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Und da wird also von Religion gehandelt. Und Religion ist ja nicht Gottes Glaube, sondern Religion ist alles Mögliche, menschliche, religiöse. Und das genau zu wissen, wie das funktioniert, ist aus wissenschaftlicher Sicht interessant. Während die Religion selbst keine Wissenschaft ist und um religiös zu sein oder um gläubig zu sein, was noch wieder etwas anderes ist, oder Rituale zu pflegen, Traditionen zu pflegen, muss man nicht Wissenschaftler sein. Aber um darüber genauer Bescheid zu wissen, möchte ich also Folgendes sagen. Nehmen wir mal für unser in Deutschland gebräuchliches Wort Gott die Anwandlung nämlich des Wortes Gut. Gott gleich Gut. Und ich fasse die Philosophie und den Kernsatz, die Kernaussage zur neuen katholischen Vatikanpolitik von Papst Franz zusammen, Gott gleich gut, mit folgendem Satz: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist das zum Wesen Gottes im christlichen Glauben des katholischen Papstes Franz, was er sagt, Gott gut, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das stammt nicht von ihm, das ist von einer deutschen Dichterin, spielt aber keine Rolle. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Darüber gibt es auch Varianten, zum Beispiel, indem man sagt, wenn man möchte, dass das Gute in der Welt ist, muss man es hineintun. Nun kommt also der Papst Franz mit seinen Ansagen. Er sagt, ja, man kann natürlich, wie viele Leute das machen, auf die Vergangenheit schauen und sagen, ja, da war Gott, da sind Gottes Wunder, da sind Gottes Schöpfungstaten, da ist Gott gewesen in der Geschichte. Also haben wir auch Hoffnung, dass Gott hier ist und im nächsten Moment Gott in der Zukunft. Ja, man kann auch Gott auf die Zukunft beziehen und sagen, ja, mit Gottes Hilfe, ja, so wahr mir Gott helfe, hilf dir Gott, so hilf dir selbst, ja, für die Zukunft. Papst Franz sagt, das sind alles Raisonnements. Entscheidend für ihn ist, dass hier und jetzt in der Anwesenheit Gottes für diesen Papst Franz. Papst Franz sagt, Gott ist hier, Gott ist da und Gott wirkt mit. Und dann sagt er allerdings, wir sollen nicht verurteilen, zum Beispiel Thema Homosexualität und alles, was also im Rahmen von Normen, Verhalten und
Devianz, also abweichendem Verhalten bei Menschen vorkommt. Wir sollen das nicht verurteilen, sondern wir sollen helfen. Der Christ im Gottesglauben Franz Bergoglio versucht zu helfen. Er sagt, wir sollen heilen. Er versucht zu heilen. Er versucht zu verstehen. Und er sagt beispielsweise, also Gott ist immer da, und er sagt, der Glaube ist stärker als die Sünde. Aber aufgepasst, er sagt, Glaube ist stark, also der gute Glaube an Gott ist stärker, was man im Glauben tut, ist stärker als die Sünde. Ja, er hat nicht gesagt, das Gute ist stärker als das Böse. Gegen das Böse kann keiner, und nach gewissen Quellen der christlichen Texte ist ja Satan, der Teufel und so weiter ja auch ein Gott, sozusagen ein Teil Gottes. Das Böse ist in der Bibel genauso da, es wirkt. Bei Goethe wird das dann etwas ironisch genannt. Für den Teufel Mephistopheles sagt er ja, ich bin der Geist, der stets verneint. Und er macht das Gute, indem er das Böse tut. Er bewirkt das Gute durch das Böse. Also diese banal dialektische Interpretation lasse ich mal weg. Das ist nämlich nicht, was der Papst Franz gesagt hat. Der Glaube ist stärker als die Sünde, hat er gesagt. Nicht der Glaube ist stärker als das Böse. Gegen das Böse, was immer aus Sicht des Menschen das Böse ist, ist auch der Glaube kein Gegenmittel, es ist ein Hilfsmittel. Und in diesem Sinne des unmittelbaren Lebens, sich gegenseitig die Füße zu waschen, sich gegenseitig was zu trinken zu geben, sich gegenseitig zu füttern, das ist das Prinzip, das dieser Papst Franz vorleben will. Und er sagt auch sehr gebeugt, ich habe ein Leben bereits gelebt, in dem ich unwahrscheinlich viele Fehler gemacht habe. Ich habe auch gegen die Philosophie des Papst Franz von 2013 in meinem Leben, auch noch als Bischof, nie anständig gehandelt, sondern ich habe noch viele Fehler gemacht und ich habe immer lernen müssen. Und das meint er dann auch nicht als Ausrede, sondern als Begründung, warum er als Bischof in Argentinien einige politische Missetäter im Grunde nicht beachtet hat, nicht kirchlich sanktioniert hat. Manche Leute sagen, er hat die sogar unterstützt. Ja, also Bergoglio hat als Pfaffe in Buenos Aires die Generäle von Videla unterstützt, angeblich. Beweise gibt es dafür so genau nicht. Also mit anderen Worten, der Papst hat eine hervorragende Interview-Äußerung gemacht vor ein paar Tagen und wir können das im Deutschlandfunk auf Deutsch wunderbar hören. Ich empfehle das sehr und ich empfehle aber auch sehr dieses schöne Buch. Wo ist es jetzt geblieben? Hier. Emile Durkheim über das Religiöse. Das ist hervorragend. Jeder Satz verständlich. Absolute Hauptgrundlage der Soziologie überhaupt. So, schönen Dank. Das ist hier mein Beitrag zu Papst Franz. In der Neuen Zürcher Zeitung und heute ist der 27. oder? Was ist heute? Der 27. September. So, danke für den Aufmerksamkeit.